Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Orwell. Und wir beschäftigen uns immer noch mit Cassandra und hier einem Widerspruch, den wir letzten Mal gelöst haben in der letzten Folge. Der Grund, warum sie frei kam oder warum das es gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung kam, ne? Aufgrund mangelnder Beweise oder ihrer Familie. Konflikt zeigen, ja, den sehen wir ja. Dann grauen wir das hier mal aus. Deaktivieren. Ihre Eltern haben möglicherweise illegale Methoden bedient, um die Ermittlung gegen die Zielperson zu beenden. Herr Langley ist ja dann auch irgendwie ihr Herzchen geworden, ne? Das passt ja eher dann, ne? Und Simons meldet sich wieder. Das dachte ich mir. Eine Schande, dass das Überwachungsvideo damals nicht weitergeholfen hat. Ja, bessere Kameras, ne? Wer weiß, vielleicht tut es das ja heute. Was meint er damit, den heutigen Anschlag? Ja, vermutlich, ne? Wenn das ja nicht... Bing, bing. Irgendwie wirkt das alles auf mich, als wäre Miss Watergate eine ziemliche Veränderung... Als wenn Miss Watergate eine ziemliche Veränderung durchlebt hat. Finden Sie nicht auch? Doch, das finde ich vollkommen. Lassen Sie uns herausfinden, was zwischen diesen sehr unterschiedlichen zwei Leben von ihr passiert ist. Was könnte so eine radikale Veränderung ausgelöst haben? Tja, Drogen, Alkohol, nee, sie war ja auf der Demo und also hat sie sich ja irgendwie ein bisschen gesellschaftlich von ihren Einstellungen her geändert, ne? Ich nehme nicht an, dass man auf so eine Demo geht, wenn man Aufsichtsrat eines Pharmaunternehmens hockt. Aber wir haben eine neue Schlagzeile überlesen sollten, was Simons uns angeraten hat. Und zwar in unserem heißgeliebten National Beholder. Kriminalitätsrate weiterhin rückläufig. Bonten. Das Sicherheitsministerium hat die aktuelle Kriminalitätsstatistik veröffentlicht. Nie zuvor hat es weniger Gewalttaten im Land gegeben. Bombe zerstört. Okay, das kennen wir. Es gibt eine neue Statistik. Ministerin Delacroix hielt am heutigen Morgen eine Pressekonferenz ab. Foto Sicherheitsministerium. Von der Delacroix hatten wir doch schon mal gehört irgendwo, ne? Bonten. Am Donnerstagmorgen hat das Sicherheitsministerium die offizielle Kriminalitätsstatistik des vergangenen Jahres veröffentlicht. Der Statistik zufolge ging die Zahl der registrierten Straftaten um 4,8% im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Kriminalitätsrate war auch in den vorhergegangenen Jahren infolge der Reformen durch das Sicherheitsgesetz durchgehend gesunken. So, da haben wir einen Link offensichtlich zum Sicherheitsgesetz, weiß ich nicht. Die Sicherheitsministerin Delacroix zeigt sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen und erklärte, diese Entwicklung sei ein herausragendes Ergebnis erfolgreicher Sicherheitspolitik, an der wir jetzt auch mitarbeiten, offensichtlich. Auf dem kürzlich erfolgten Anschlag in Bonten angesprochen, gab sie zu, dass die ambitionierten Ziele der Regierung noch nicht vollständig erreicht seien. Sie betonte weiterhin, dass derzeit Maßnahmen ergriffen würden, mit denen eine Wahrscheinlichkeit des Auftretens weiterer solcher Vorfälle deutlich reduziert würde. Ob wir jetzt hier als Tester von dem Programm diese Maßnahmen sind? Das ist Frau
Delacroix und hier geht es zum Sicherheitsgesetz. Da hatten wir doch schon mal von gelesen. Wo sind wir hier gelandet? The Party. Ach, das ist die Partei. Okay, unsere Prinzipien in die Tat umgesetzt. Das Sicherheitsgesetz. Straftaten bei 100.000 Staatsbürgern 2005 bis 2016. Also wir haben hier einen starken Anstieg bis 2008. Dann das Sicherheitsgesetz wird erlassen. Dann geht es hier runter. Geht es immer weiter runter. Die Partei wird regierende Partei. Aber der Umbruch kam ja vor dem Sicherheitsgesetz, also 2008 und nicht 2009. Da stimmt doch was nicht. Das Sicherheitsgesetz ist eine Sammlung von sicherheitszentrierten Gesetzen und Statuten mit dem Ziel, die Freiheit der Bürger der Nation zu wahren. Kern des Sicherheitsgesetzes sind ein vereinfachter und somit beschleunigter Prozess, strafrechtliche Untersuchungen, Verfolgung gegen Verdächtige einzuleiten und durchzuführen, sowie ein deutlich aufgestocktes Budget für sicherheitsrelevante Ausgaben. Das Sicherheitsgesetz ebnet außerdem den Weg für strengere Einwanderungsgesetze und Ein- bzw. Durchreisen in oder durch die Nation. Es wurde außerdem verpflichtend, Arbeitgeber über Vorstrafen oder eine Einstufung einer Person als potenziell gefährlich zu unterrichten. Aha, also hier Einwanderungsgesetz. Man ist da also sehr, ja, wenig liberal, ne? So scheint mir. Seit dem Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes im Jahr 2011 ist die Gesamtzahl der Straftaten und terroristischen Anschläge in der Nation stetig deutlich zurückgegangen. Der Trend hält weiter an. Die Mission zur Friedenserhaltung in Pages. Aha, da erfahren wir auch was über Pages. Da gibt es wohl einen militärischen Konflikt oder sowas. Aber Moment. Das Sicherheitsgesetz 2011 in Kraft getreten. Ich dachte, dass die Partei an die Macht gekommen. Ah, ich vermute, hier gibt es einen Fehler. Und zwar. Texte sind verkehrt, glaube ich. Hier ist ja auch das Logo von der Partei und die können das Gesetz nur erlassen, wenn sie in der Macht sind. Also muss 2009 die Partei in die Macht gekommen, 2011 das Sicherheitsgesetz gemacht worden. Aber dann wird es ja noch mal fragwürdiger, weil wir 2008 ja der Wendepunkt war in den Straftaten. Der hatte dann weder was mit der Wahl noch mit dem Gesetz zu tun. Gut, danach ging es ein bisschen steiler bergab, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Also gibt es da vielleicht einen anderen Grund für. Die Mission zur Friedenserhaltung in Pages. Lesen wir uns das mal durch, weil Pages spielt ja offensichtlich eine gewisse Rolle hier, auch in den Nachrichten, wie wir gesehen haben. Der terroristische Vorfall in 2008 war eine schreckliche Folge des unüberlegten Abzugs unserer Truppen aus Pages. Wie der terroristische Vorfall? Also hatte man da irgendwie Friedenstruppen oder war Besatzer da? Eine Region, die seit Jahren von zivilen Unruhen heimgesucht wird, ausgelöst durch eine Fehlentscheidung der vorangegangenen Regierung. Um diesen Fehler unserer Vorgänger zu beheben, hat die Partei direkt nach Regierungsantritt 2009, seht ihr, das deckt sich ja mit dem, was ich gesagt habe, oben, die Beschriftung ist da vertauscht, Vorbereitung getroffen, unsere hochgradig disziplinierten Truppen wieder in die Region zu entsenden und diese zum Wohle beider Länder zu stabilisieren. Abzugsweise einer Region Unruhen heimgesucht wird, Fehlanschein. Der terroristische Vorwand war eine schreckliche Folge. Und so Truppen.
2008 wurden die Truppen abgezogen und dann sanken die Straftaten. Und bis dahin stiegen die Straftaten. Das war ein schrecklicher Vorfall. Und was für ein terroristischer Vorfall. Hat sich ja jemand an die Macht geputscht. Also, nach der Unterzeichnung der Mission zur Friedenserhaltung in Pages in 2011 wurden unsere Truppen in das Nachbarland entsandt. Aha, ab 2011 sind da wieder Truppen reingekommen. Ich vergleiche das jetzt irgendwie alles mit dieser Statistik hier, also mit dieser, ne, weil das ja so ein bisschen ungereimt ist. 2008 sind die Truppen abgezogen und dann sanken die Straftaten. So. Das Nachbarland, ein Nachbarland ist das von unserer Nation hier, die Heilige Nation. Um unter anderem folgende Aufgaben wahrzunehmen: Verteilung von Hilfsgütern mit Nahrung und Gesundheit sowie Hygieneprodukten an die vielerorts verarmte Bevölkerung, Wiederaufbau von Infrastruktur, vor allem Krankenhäuser und Schulen, Wiederherstellung und Wahrung der öffentlichen Ordnung sowie Räumung von Kriegsüberbleibseln wie Antipersonenminen oder Blindgängern, Training von Polizei oder Militärkräften. Ja, das klingt exakt wie der Auftrag der Bundeswehr in Afghanistan damals. Hat ja auch wahnsinnig was gebracht. Dank einer neuerlichen Abzeichnung von voranschreitender Stabilisierung in Pages konnte die Anzahl der vor Ort stationierten Truppen deutlich reduziert und das ursprüngliche Ziel dennoch weiter verfolgt werden. Okay. Wie gesagt, diese Grafik hier, die wirft dann halt noch Fragen auf. Aber vielleicht kommen wir denen noch so ein bisschen näher. Wir sind auf der Seite der Partei, die gucken wir uns dann nochmal schnell an. Positionen, Personen, so Party, Projekte, partizipieren. Da hat man sich wirklich bemüht, alles mit P aufzuzäumen hier. Positionen, unsere fünf Pfeiler für eine starke Nation. Ah, hier, Mutter, Kind. Das ist ein Heimatbild. Sicherheit und Geborgenheit. Wir glauben fest an die Regulierung sowie die Implementierung von Sicherheitsmechanismen zur Wahrung des Lebens und des Wohlergehens jedes Einzelnen. Ja. Wie wir hier gerade sehen. Ne? In Orwell. Wirtschaft und Handel. Eine starke Wirtschaft bedeutet eine starke Gesellschaft. Darum setzen wir uns für nachhaltiges und konstantes Wachstum ein. Werte und Traditionen. Unsere Leitkultur, oh, dieses Wort Leitkultur, lange nicht mehr gehört. Unsere Leitkultur sowie die Werte der Familie und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens müssen in Ehre gehalten werden. Also, ja, es wird irgendwie immer brauner, ne? So, auch von der Farbe her. Ne? Migration, tatsächlich. Ne? Der nächste Punkt: Tiefbraun, Migration und Außenpolitik. Begrenzung von Zuwanderung und Interventionen im Ausland sind Voraussetzungen, um Recht und Ordnung im eigenen Land aufrechtzuerhalten. Mit Interventionen im Ausland. Also da ist man ja schon ambitioniert. Bildung und Gesundheit. Unerschütterliche Bildungs- und Gesundheitssysteme bilden das Fundament für eine großartige Zukunft. Ja, also wir haben es hier Sicherheit und Geborgenheit, Wert und Tradition. Geborgenheit, was ist denn das für ein Wert? Migration, Außenpolitik. Also wir haben es hier mit einer sehr konservativen nationalen Position zu tun bei der Partei.
und sehr wirtschaftsfreundlich. Personen, die führenden Köpfe der Nation. Ah, hier Robert Blair, unser Premierminister. Den haben wir ja schon kennengelernt. Die führenden Köpfe der Nation. Premierminister Blair, gleichermaßen Visionär und unangefochtener Anführer, ist bereits Anführer. Anführer von was? Ist bereits in der vierten Generation Mitglied der Partei. Er? Aha. Als der überraschende Tod der vorherigen Parteivorsitzenden Mrs. Goddard ein Machtvakuum hinterließ, war es der junge Robert Blair, Blair. Wieso muss ich immer an Blair denken? War es der junge Robert Blaine, der mutig zur Tat schritt und in der Folge einstimmig als neuer Kopf der Partei bestimmt wurde? Wie dieses Exempel zeigt, wird Mr. Blaine die Initiative ergreifen und niemals ruhen, bis die ambitionierten Ziele der Partei in Gänze erreicht worden sind. Ja, ja, mit geballter Faust. Ne? Das, ja, das macht doch was her. Ne? Frau Goddards überraschend Tod noch was erfahren, weiß ich nicht. Kann ja auch Zufall gewesen sein. Wen haben wir hier? Arthur Scott Gallagher, Minister für Handel und Wirtschaft. Mr. Gallagher oder Gallagher. Gallagher. Mr. Gallagher, ein der erfahrenen Parteimitglieder, ist das Ministerium für Handel und Wirtschaft anvertraut. Als solcher ist er direkt verantwortlich für das durchweg gesenkte Steuerniveau für große Unternehmen und den Mittelstand sowie die infolgedessen zurückgegangene Arbeitslosigkeit. Aha, also man ist sehr wirtschaftsfreundlich. Eine soziale Komponente habe ich bei der Partei bisher noch nicht entdeckt. Eine ökologische auch nicht, aber da keine Ahnung, ob das hier noch wichtig wird. Und das ist Catherine Delacroix, die kennen wir ja bereits ein bisschen, die Sicherheitsministerin. Das Ministerium für Sicherheit, das sich speziell den Verbesserungen des Schutzes im Inneren widmet, wurde direkt nach den Wahlen in 2009 gegründet. Wie es von Catherine Delacroix vorgeschlagen worden war. Aha, das Ministerium für Innere Sicherheit. Das hat ja schon ein bisschen was Orwellsches, ne? Also 1984, ne? Diesen Zukunftsroman, den George Orwell 1948 geschrieben hat, ne? Und ja, und eine Zukunft von 1984 darin prognostiziert hat, den kennt man ja so. Ne? Und ich habe tatsächlich 1984 noch gelesen, ne? Bevor der Film rauskam. Ja. Aber zurück zu Catherine. Wurde direkt nach den Wahlen gegründet. Wie es von Catherine Delacroix vorgeschlagen worden war, so war es nur konsequent, dass Mrs. Delacroix nach auch die Position der ersten Sicherheitsministerin angeboten wurde. Sie ist außerdem dafür bekannt, das Sicherheitsgesetz erdacht und auf den Weg gebracht zu haben, dass die Schutzmaßnahmen im Land auf ein durchweg höheres Level gebracht haben. Aha, die ist das also. Ne, guckt doch so ein bisschen verschlagen. Aber offensichtlich clever. Und hier haben wir Peter Faulkner. Der Verteidigungsminister ist ja auch wichtig in so einem Kabinett. Der Oberkommandierende der Streitkräfte der Nation wird nicht müde, die Wichtigkeit der Stabilität unserer Nachbarländer zu betonen. Mr. Faulkner hat daher auch die Mission zur Friedenserhaltung in Pages gegründet, die eine tragende Rolle bei der Eindämmung terroristischer Aktivitäten auf nationalem Boden erwirkt hat. Aha. Aha, Mr. Faulkner hat ja auch die Mission zur Friedenserhaltung in Pages gegründet, die eine tragende Rolle bei der Eindämmung terroristischer Aktivitäten auf nationalem Boden erwirkt hat. Also ging diese steigende Kriminalität dann von dem Nachbarland aus irgendwie? Das würde ja schon eher passen hier bei der ganzen Geschichte.
Jetzt sind wir im Sicherheitsgesetz. Ja, das kennen wir ja. Aber Moment. Neun an die Macht gekommen. Aber die Kriminalität ist davor schon zurückgegangen. Bevor die haben, 11 haben sie wieder Truppen entsendet, ne? Nach, ja. Die ist ja vorher runtergegangen. Also irgendwas stimmt hier nicht. Aber vielleicht kriegen wir das auch noch raus. Gut, jetzt kennen wir die führenden Köpfe der Nation. Und jetzt noch die, jetzt noch partizipieren. Also teilhaben. Werden sie ein Teil der Partei? Es gibt viele Organisationen, durch die auch sie zum Erfolg unserer Nation beitragen können. Sich für die Partei zu engagieren, ist ein besonders wirkungsvolles, wenn sie bereit sind, ihr Bestes für die Nation und infolgedessen für die ganze Welt zu geben, dann reichen sie uns die Hand. Hier sind einige Möglichkeiten. Spenden, ja, spenden sieht man ja gern. Die Partei ist immer dankbar für Spenden in jeglicher Höhe. Ihre großzügige Gabe wird die Partei direkt dabei unterstützen, eine stabile, sichere und im besten Sinne konservative Nation zu errichten. Na, da haben wir es doch mal in Wort und Bild. Ne? Konservative Nation. Volontariat antreten. Treten Sie Ihrer örtlichen Gruppe von Freiwilligen bei, um die führenden Köpfe der Nation zu beraten, um sich für die Themen einzusetzen, die Ihnen und Ihrer Familie am wichtigsten sind. Also Gruppe von Freiwilligen, um die führenden Köpfe zu beraten. Soll das so basisdemokratisch sein oder ist ja in der Diktatur eigentlich nicht so gefragt? Mitglied werden. Mitglied der Partei, das kommt an dritter Stelle. Interessant. Ne? Mitglied werden. Mitglied der Partei zu werden ist ein lebensverändernder Schritt. Sie werden die Partei in politischen Fragen auf kommunaler und nationaler Ebene vertreten. Kontaktieren Sie uns und bewerben Sie sich noch heute. Also als Mitglied vertritt man automatisch die Partei auf kommunaler und nationaler Ebene. Ich dachte, dann zahlt man einfach nur. Und jetzt, last but not least, der Armee der Nation beitreten. Die Partei ist ein großer Befürworter des direkten Dienstes an unserem Heimatland. Und an der Waffe. Wenn Sie glauben, dass Sie das Zeug haben, die Freiheit der Nation auch in anderen Ländern zu verteidigen und diese zu festigen, schreiben Sie sich ein. Also das ist dann auch irgendwie Wahlziel von der Partei, dass man also in die Armee geht und also auch ein bisschen militaristisch, ne, so, ne. Und also wird die Freiheit der Nation, der namenlosen Nation, nicht am Hindukusch, sondern auch im Pages verteidigt. Ne? Also, ne, das klingt ja alles so ein bisschen danach. Ne? Gut. Aber ja, ist jetzt irgendwie natürlich, ich verstehe schon den Ernst der Sache hier und dem Anliegen der Macher. Ich möchte das da auch nicht ins Lächerliche ziehen. Es ist halt manchmal nur so, ja, frappant, ne? dass sich realpolitisch auch sehr so gut als Vorlage nutzen lässt für ja, sowas Fiktives hier. Gut, die Partei partizipieren, haben wir alles abgehakt, da. Wir sind bei Cassandra's Timeline. Aha, sind wir da bei irgendeinem sozialen Netzwerk gelandet oder Timelines. Dann haben wir das auch mal. Status. Immer reinspaziert zur Tea Party im Kaninchenbau. Aha, die Tea Party im Kaninchenbau. Ob das jetzt eine Anspielung auf die Bosner Tea Party ist, vermutlich. Ne? Der Kaninchenbau. Ja, und hier haben wir Cassandra at her best, aber ich bleib trotzdem bei dem Profilbild. Ich kann das ja nicht mehr zurücknehmen, ne, glaube ich. Ich würde gerne bei dem anderen Profilbild und das den mal deaktivieren. So. Aber wir erfahren mehr. Pop-Art-Künstlerin und Freidenkerin.
Geburtstag, 13. September 1992. Wie vermutet, am 13. September. Das übernehmen wir doch direkt mal in unsere Orwell-Akte hier. Und wir haben heute den 13. April. Hat das was zu bedeuten? Wer weiß. Wohnort, keine Angabe. Verdammt, fehlt uns noch. Interessen, Kunst, Musik, Aktivismus. Das wird Interesse an Kunst und Aktivismus. Das wird da irgendwie bei Zahnrädchen, da haben wir noch nichts hier eingefügt. Ja, machen wir das mal. Kunst, Musik, Simons meldet sich zu Wort. Aktivismus, ziemlich spezielle Auflistung. Jetzt ist natürlich klar, dass der uns jetzt einarbeiten musste, aber das ist ja, glaube ich, schon irgendwie passiert. Dafür, dass diese Informationsbeschaffung, die Informationsweiterbewertung, Weiterverarbeitung dann so getrennt sein soll, quatscht der doch uns häufig da rein. Ne? Kunst, Musik, Aktivismus, ziemlich spezielle Auflistung. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen was verändert. Ne? Seit 2017 oder 16, wo das Spiel rauskam. Da ist Aktivismus ist vielleicht ein bisschen normaler geworden. Ne? Mit Fridays for Future und so. Und aber gut. Ich will hier kein Referat über das Zeitgeschehen halten. So, was passiert hier weiter hier bei unserem Facebook Lite? Cassandra gefällt. The Targets. Die Ziele. Mal. Alice im Wunderland. Meine Katze Kikiko. So, Cassandra Watergate schrieb am 1. März 2017 um 11 Uhr. Wuhu! Der erste Tag in der Freiheit. Weit weg von den Fesseln von Watergate Farmer. Also hat sie mit Wirkung zum 28. Februar gekündigt, wenn das jetzt kein Schaltjahr war. 12 Leuten gefällt das. Jake Clifton? Was? Und wer zahlt jetzt für dein ganzes Zeugs? Mami und Papi werden austicken. Ja, die werden es ja wohl schon wissen, ne? Dass Töchter schon gekündigt hat. Es ist denn dieser Jack Clifton? Oder Jake, nicht Jack. Jake, ich bin nicht mehr Papis Prinzessin, okay? Mit meiner Kunst habe ich schon mehr als genug Geld gemacht. Mehr als genug, um meine Rechnung zu bezahlen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Aha. Also, Jake ist irgendwie wo nicht der Intimus von ihr. So, und wir kommen zum 29. Januar. Verachtete Staatsmarionetten. Ihr habt es endlich geschafft, uns völlig zu zerstören. Mir bleibt nichts anderes, als euch zu gratulieren. Hier ein aufrichtiger Ausdruck der Zuneigung aus der Schwärze meines Herzens. Fickt euch. Ihr Regierungsfixer. Stellt sich der Regierung vehement entgegen. Kann man so sehen. Verachtungsvoll, Cassandra. Aha. Und es gibt hier wieder einen Konflikt, ne? Mary Blight antwortet darauf: Süße, was ist los? Das klingt total gar nicht nach dir. Wir haben schon ewig nicht mehr zusammen abgehangen. Du musst ab und zu mal raus, dann geht's dir gleich besser. Ja, genau, wir wollen ja noch rausfinden, woher dieser Wandel kam zum Aktivismus halt, ne, vom Farmer
Und ich gucke jetzt mal hier auf unsere Aufgaben. Finden Sie einen möglichen Grund für die Wesensveränderung zwischen jetzt und dem Angriff auf den Polizeibeamten? Zwischen jetzt und dem Angriff auf den Polizeibeamten? Jetzt ist doch, glaube ich, der hat doch mehr. Ich denke, das jetzt ist jetzt mehr damit gemeint zwischen früher. Ne? Finden Sie einen Grund für mich, wenn ich reingeschaltet finde? Da haben wir schon einiges abgehakt hier. Ja, und die Wesensveränderung, das ist ja noch so ein Punkt für uns. Gut, Mary bleibt. Die sieht ja irgendwie ganz nett aus. Süße, was ist los? Und die scheinen sich ja besser zu kennen. Cassandra antwortet: Mary hat einfach die Fresse, okay? Was ist das? Ich habe echt keinen Bock auf dein Getue. Wo wird denn das eingetragen? Mary bleibt, zerstörte Freundschaft. Ich habe echt keinen Bock auf deine geilen Getue. Ich habe dir schon so oft gesagt, ich kann mich jetzt einfach nicht damit beschäftigen. Okay, weißt du was? Tut mir echt leid, dass mir meine beste Freundin immer noch wichtig ist. Egal, wie oft sie mich wie Dreck behandelt, aber gut, dann ist das halt jetzt vorbei. Also da stößt die Leute vom Kopf, Cassandra. Und die versteht, und ihre Freundin versteht halt den Wandel nicht. Wir auch nicht. Und das müssen wir halt noch rausfinden. So, Cassandra Watergate hat ihren Status geändert am 22. August 2016. Cassandra in einer Beziehung mit Joseph Langley. Kein Mitglied. Ja, das haben wir doch schon geahnt. Das übernehmen wir mal. Mit dem Anwalt? Das könnte relevant sein. Ja, könnte es. 22. August, jetzt muss ich mal hier nachblättern. Bei. Wo war denn das? Ah, im Beholder. Und das 10. August. Ne? Also danach kam die Beziehung. Nach dem Ende des Prozesses. Aber schön hier, ne? Diese Rücksprungfunktion. Cassandra Watergate schrieb am 10. August 2016: Der Beholder hat tatsächlich darüber berichtet, dass ich, hätte ich gar nicht nachblättern müssen, dass ich diesen Scheiß endlich hinter mir habe. Aber Überraschung! Natürlich mussten sie diese bescheuerte Spekulation über die Einmischung meiner Eltern ganz groß aufblasen. Dann klappt es doch mit den Klickzahlen, was? Okay, das war's. Ne? Untersuchung wegen schwerer Körperverletzung. Den Link kennen wir schon, der ist jetzt violett. Also, die Eltern haben sie wieder ins Brot, haben sie da instrumentalisiert. Halt eben so eine Zeitungsente. Mary Blight gratuliert. Zum Glück ist das jetzt vorbei. Smiley, du willst ein bisschen Dampf ablassen. Willst du ein bisschen Dampf ablassen mit etwas Late-Night-Shopping? Cassandra an Mary dann. Heute nicht, ich habe heute Abend noch ein Date. Ah, da ging es dann los mit Herrn Langley. Mary, oh, wer ist denn der Glückliche? Ja, das erfahren wir dann im übernächsten Post. Am 9. August schrieb Cassandra: Verfahren eingestellt. Okay, dann klar, die Meldung war ja dann vom 10. August. Und Mary, Glückwunsch, hatte nie irgendwelche Zweifel daran. Harrison, O'Donnell. Kleine, du bist meine Heroin. Oder Heroin? In beiden Wortsinn. Ja, Heroin. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal zum Besten gegeben habe. Heroin ist. Oder war ein eingetragener Warenname von Bayern, ne, für einen Hustensaft, glaube ich. Das war dann Heroin. Hat dann anders gewirkt als gedacht. Wohl auch gegen Husten geholfen. 1000 Kameras auf dem Platz, trotzdem keine Beweise. Hat das der Welt ziemlich gut gezeigt, dass die schmutzige Überwachungsmaschinerie nur zur Einschüchterung und zum Einlullen
in falsche Sicherheitsversprechen dienen. Kameras bringen Sicherheit, eine einzige Lüge. Ja, da muss ich dann, da gab es mal diesen Artikel im Spiegel zu dieser Gesichtsüberwachung nach Südkreuz da in Berlin, ne, an dieser Rolltreppe. Ne. Und dieser Artikel hatte wirklich die wunderschöne Überschrift, da kommen wir jetzt auch schon wieder zum Spielen, ne, treffen sich Orwell und Kafka am Bahnsteig. Ne. Ja, fand ich sehr schön, habe ich mir deshalb auch gemerkt. Und ja, Orwell und Kafka, ne, und irgendwo da sind wir hier auch. Irgendwo da sind wir hier auch. Könnte richtig sein, der Satz. Juliet Carrington antwortet, wow, das freut mich echt für dich. Ich wusste, dass das alles in Ordnung kommt. Sollen wir eine Cassandra ist frei Party am Freitag feiern? Auf Harrison antwortet sie nichts, ne? Harrison fragt sich eine einzige Lüge. Auf den antwortet sie nicht. Danke, Leute, ich bin echt happy. Wahrscheinlich habt ihr den Felsbrocken von meinem Herzen fallen hören. Plong. Ed Harrison, jupp, ich werde auf jeden Fall was auf unserem Blog dazu schreiben. Unserem Blog. Aha, also den Aktivisten-Blog. Ja, da sieht ja auch so ein bisschen aus. Juliet, na klar. Ich bin sowas von dabei. Und dann haben wir hier 6. Juli und das hier 9. August. 6. Juli. Cassandra Watergate hat ihr Profilbild geändert am 6. Juli um 20 Uhr. So, jetzt muss ich nochmal da zurück. Oder kriege ich das ja? Nee, das wird jetzt zu lang. Das muss ich in die nächste Folge packen. Ja, tut mir leid, ich hätte die Timeline noch gern runtergelesen, aber dann wird es echt zu lang. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.